Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Bin mal wieder auf dem Weg zur Arbeit. Moment, Samstagabend, also ich schaffe jetzt Nachtschicht, Samstag auf Sonntag. Und bin heute wieder mit Kumpels unterwegs gewesen und ferngesteuerte Autos. Und Kamera und alles mitgenommen und einfach keine Kamera eingeschaltet. Es gibt zwar dann nur ein Video von heute, aber eigentlich nur ja, nicht viel. Mein Kumpel hat dann früher gegangen müssen mit dem. Sind da wieder auf dem Bikerplatz heute quer auf jeden Fall in Enger und dann bin ich mit dem Outcast zum Skaterplatz rüber gefahren und wir sind dann halt auch rüber gelaufen. Haben wir gedacht, man könnte am Skaterplatz vielleicht ein bisschen fahren, weil an dem Bikerplatz, das war alles so eine Matschepampe, dass ich da drin eigentlich auch gar nicht groß fahren wollte. Da haben wir gedacht, ja komm, wir gehen mal zum Bikerplatz rüber, vielleicht können wir da ja fahren. Ja, da waren so viele Kinder, wo da mit, ja, die fahren da alle mit so Trettroller rum. Also wie sagt man zu den Roller, wo man so einen Griff oben hat und wo man sich dann anschubt. Also keine Trettroller sind, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, das sind einfach die Roller, wo man drauf steht, am Handgriff kann man lenken. Und da sind Kinder ganz viele mit den Roller halt auf dem Skaterplatz quer. So dass ich mit meinem Auto da gar nicht fahren konnte. Der Bikerplatz wäre zwar leer gewesen, aber der ist noch im Aufbau. Dann ist nachher so ein. Ja, dann. War halt auf jeden Fall, wo wir vom Skaterplatz zurückgekommen sind, sind wir dann noch da, wo das Auto halt parkt ist, da noch ein bisschen rumgefahren. Und das war ja in Sichtweite zu dem Bikerplatz. Dann bin ich mit dem Auto zum Bikerplatz rübergefahren, aber halt nicht auf dem Bikerplatz rumgefahren, sondern einfach bloß rübergefahren und wieder zurückgefahren. Und dann ist da ein junger Bub mit dem Fahrrad gekommen und hat gemeint, dass man da nicht drauf darf. Aber er darf drauf, weil sein Vater baut das irgendwie. Und das soll Ende dem Monat, Anfang nächsten Monat aufmachen und wir könnten dann mit der RC-Autos drauf am Abend, wenn es dunkel ist, wenn keine Fahrradfahrer mehr da sind. Dann habe ich gesagt, das macht ja keinen Sinn. Denn ich brauche ja Licht, wenn ich da fahren will. Dann hat er gemeint, ja, man könnte dann nachher auch drauf, wenn halt nichts los wäre. Ja, das ist halt eine Aussage von einem kleinen Burgwehr, wo der jetzt halt nicht weiß, ob das so passt, was er gesagt hat. Und B, wenn halt nachher schönes Wetter ist, wenn man tatsächlich dann Lust hat, da mit der RC-Autos zum Fahren, wenn der Skaterplatz so also voll ist, dann wird der Bikerplatz wahrscheinlich auch voll mit Kindern sein, wo halt mit dem Fahrrad da rumfahren. Wobei mit dem Fahrrad, also ja, ich weiß es nicht, also vom Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, für Kinder ab 12 Jahre, eventuell ja, aber drunter, ja 12, das kommt einmal aufs Kind drauf an. Das haben wir zwischen 10 und 14, würde ich halt mal einschätzen. Weil das ist jetzt zwar nicht arg steil oder arg hoch, aber das hat halt oben so einen Absatz, dann muss eigentlich schon mit ein bisschen Schwung drauf kommen und wenn du das halt nicht schaffst und du fliegst dann runter, dann
dann blickst du halt schon ein bisschen runter. Also die, wo auf meinem Johnny Uncut-Kanal das Video gesehen haben, die haben wahrscheinlich gesehen, dass sie Schwierigkeiten gehabt haben, da zu Fuß hoch zum Laufen. Und da hat mein Auto natürlich schon viel einfacher. Ja, keine Ahnung. Das war mir dann sehr, also für RC-Autos würde ich sagen, nahezu optimal. Für größere RC-Autos, der kleine WL-Teil, da ist das schon wieder ja, zu extrem. Ob ich jetzt da mit dem Fahrrad fahren würde, weiß ich nicht. Für mich wäre es wahrscheinlich eher interessant, dass ich mit dem Fahrrad eine Strecke hätte, wo ich von A nach B irgendwie fahren kann und nicht irgendwie in so einem, im Kreis rum. Ja, auf jeden Fall die ganze Zeit keine Kamera dabei gehabt und nichts aufgenommen. Wir sind da am Sportplatz rumgefahren und ich euer halb Akkuladung ein Verfahren, also eure Akkuladung, das heißt immer zwei Akkus. Die 6000 mAh Akkus habe ich leer gefahren und da bin ich echt fast eine halbe Stunde unterwegs, bis die leer war. Dann habe ich ja die 9000 mAh Akkus auch dabei gehabt, aber die habe ich nicht vollgeladen gehabt. Dann bin ich da auch da unten noch ein bisschen rumgefahren, aber nicht viel. Und dann bin ich mit einem anderen Kumpel, einer ist ja von den zwei gegangen, sind wir irgendwo hochgegangen, ja, Stadion, weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt. Und da haben wir dann nochmal ein bisschen was aufgenommen und das ist dann auch jetzt auf dem Johnny's Uncut-Kanal. Da hat der mit seinem Handy ein bisschen was aufgenommen, einen hochgekommen, das sind dann letztendlich ein paar Short-Videos dann auf meinem Kanal dann. Und das, was ich mit meiner Action-Cam aufgenommen habe, das ist zwar hochgeladen, aber nicht veröffentlicht. Das werde ich wahrscheinlich ja morgen früh, morgen Mittag, weiß ich nicht, wann veröffentliche. Eigentlich auch nicht schlecht geworden. Aber heute war dann tatsächlich irgendwie der Spaß mehr im Fokus, als wie dass ich das aufnehme. Und mit euch dann halt irgendwie teilen können. Irgendwie nehme ich das halt schon gerne auf, weil A kann ich mir das ja dann selber auch nochmal angucken und die haben ja dann die reale Erinnerung dazu ja auch noch. Die Sony Alpha, die Sony ZV1 mitgenommen und habe ja die DJI Action 2 auch dabei gehabt. Aber dann ist ja immer so ein Ding, dann nehme ich noch irgendwas auf, dann habe ich aber eigentlich keine Lust, das wirklich zum Schneiden. Dann war das dann halt echt praktisch, dass ich den Uncut-Kanal habe. Da lade ich es halt dann einfach hoch, ungeschnitten und fertig. Weil wenn ich da die ganze Szene rausschneide, wo jetzt nicht so interessant war, dann hocke ich halt im Schnitt nachher länger dran, als wie beim Fahrer war. Ja, da kann man, wenn man sich da echt viel Mühe gibt und das halt einfach irgendwie schneidet, dann kann man trotzdem so eine Viertelstunde Rohmaterial zum Schneider, da brauchst du mindestens viermal so lange, also hast du mindestens mal bis eine Stunde beschäftigt. Manchmal geht es ein bisschen schneller,
Meistens dauert es noch ein bisschen länger. Das kommt halt immer drauf an, wie aufwendig oder wie viele Schnitte das man macht. Weil das Material muss man ja dann immer wieder und immer wieder angucken. Und das kostet ja halt alles unwahrscheinlich viel Zeit. Und dann das Rendern. Das Rendern dauert natürlich dann auch nochmal. Also mein Computer rendert inzwischen echt schnell, wenn ich auf der Grafikkarte rendere da. Aber wenn ich auf der Grafikkarte rendere da, dann habe ich im Video noch einen Bildfehler drin. Und das mag ich. Deswegen das tue ich immer, je nachdem was es für ein Video ist, meistens auf der CPU rendere. Wenn ich jetzt über OBS bei mir im Büro was aufnehme, das kann ich über Grafikkarte rendere. Da habe ich bis jetzt noch keine Bildfehler entdecken können, aber sobald ich draußen mit der Kamera was aufnehme, dann habe ich im unteren Drittel immer so ein Bildflacker drin. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber nur wenn es mit der Grafikkarte rendert oder wenn es mit der CPU rendert, dann ist das weg. Ja, CPU rendere, ich habe zwar echt einen schneller CPU mit ganz, ganz viele Kerne. Das ist der AMD AMD Ryzen 5, 7, was ist geil, 5950X auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Ryzen 5. Aber ich kann es echt geil sagen, ich glaube mal. Also aktuell noch einer der schnellsten CPUs, was man aktuell kriegen kann. Klar, jetzt ist glaube ich die 7950X ist jetzt rausgekommen. Der wird wahrscheinlich ein bisschen besser sein, aber da wäre jetzt eher interessant die neue Grafikkarte, die RTX 4900, 4090. 4090. Da wäre wahrscheinlich die interessanter, weil ich glaube, die wäre jetzt beim Rendern wahrscheinlich nochmal um einiges besser. Aber ich weiß es jetzt. Man investiert halt jetzt da Unmenge an Geld für etwas, was ich letztendlich ja gar nicht brauche. Ob das jetzt eine Viertelstunde rendert oder ob das zwei Stunden rendert. Meistens fange ich das Rendern an, wenn ich halt jetzt gerade jetzt zum Beispiel zum Schaffen gegangen oder so. Und selbst wenn ich rendere, dann kann ich ja nebenher meinen PC ja trotzdem ganz normal verwenden. Und dem her gesehen ist das eigentlich gerade egal. Das ist nicht mehr so extrem schlimm wie früher. Ja. Aber das schneidet halt noch halt. Das dauert Zeit. Da hast du dann eine Stunde Spaß und hockst dann nachher im Schnitt dann nochmal 4 Stunden drin oder mehr. Und die Zeit, die muss halt auch erstmal haben. Mal bei ein paar Videos habe ich es jetzt gemacht, aber dann ja auch eher die einfache Schnittvariante rausgesucht als wie irgendwie ein aufwendiger Schnitt. Das ist halt, ja, weiß ich halt, weiß nicht, ob du da jetzt groß mehr Aufrufe nachher kriegst. Aber ich bin jetzt gleich beim Schaffen, deswegen beende ich jetzt das Video. Tschüss!